Ah, hallo liebe Leute, ich hätte euch fast gar nicht gehört. Schön, dass ihr auch zu diesem Video einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Aufgepasst, heute im Video reden wir mal über Kopfhörer und zwar über Noise Cancelling und Active Noise Cancelling. Was ist das und wie funktioniert das Ganze prinzipiell überhaupt? Da werden wir heute im Video mal ein bisschen drüber sprechen und das Ganze auch mal mit einem kleinen Experiment mal überprüfen, ob das Ganze so weit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bleibt doch einfach dran, ich finde es sehr spannend. Viel Spaß dabei, euer Speaker Shocker. Los geht's! Im Grunde gibt es zwei Arten von Noise Cancelling: das passive Noise Cancelling durch den Kopfhörer oder die Ohrmuschel an sich. Und das Active Noise Cancelling. Und diese beiden Sachen, die schauen wir uns einfach jetzt mal im Detail genauer an. Wie erwähnt, gibt es ja zwei verschiedene Varianten von Noise Cancelling. Das passive Noise Cancelling passiert durch die Ohrmuschel an sich. Ich habe hier mal drei Modelle mitgebracht. Das sind jeweils geschlossene Ohrmuscheln. Das heißt, ihr setzt euch die Kopfhörer auf den Kopf auf und habt durch die Ohrmuschel an sich erstmal schon mal eine Geräuschreduzierung von außen nach innen an euer Ohr. Hier gibt es auch noch unterschiedliche Bauweisen. Offene oder halboffene, dass man doch von draußen doch noch das ein oder andere Geräusch hören kann, dass es durchdringt. Zum Beispiel eine Türklingel oder sowas, wenn ihr zu Hause einen Kopfhörer aufhabt. Passives Noise Cancelling funktioniert natürlich auch hier bei Earbuds oder sowas. Ihr tut die bei euch in den Gehörgang rein und dann ist eigentlich auch schon zu. Also die funktionieren passiv schon mal richtig gut. Aber dann gibt es aber auch noch anderes Noise Cancelling und zwar das sogenannte Active Noise Cancelling. Das funktioniert ein bisschen anders und zwar sitzen dann in dem Kopfhörer selbst nochmal Mikrofone, die das Geräusch oder den Geräuschpegel, was auch immer, aufnehmen, analysiert und dann phasenvertauscht, dann wieder an eure Ohren abgibt. Und zwar so, dass das Ganze sich dann einfach aufhebt. Plus und Minus ergibt 0, aufgehoben. Pass auf, ich zeichne das mal auf. Ich versuche das mal schematisch aufzuzeichnen. Oh je, Zeichenskills, oh, sind nicht vorhanden. Also bitte erwartet jetzt kein Picasso von mir oder sowas. So. Geräusche oder Musiksignal, was auch immer, sind ja eine Reihe aus Sinuskurven. Ich zeichne jetzt einfach mal eine auf. Oh, in etwa sieht das aus. Sogar, okay, ist okay geworden. Aber so in etwa sieht das Ganze aus. Diese steht jetzt einfach mal schematisch für ein Geräusch da. Das kann, war doch immer sein, die Kreuzung. Das kann auch ein Musiksignal sein, völlig ganz egal. Dieses Geräusch nimmt jetzt das Mikrofon von dem Active Noise Cancelling Kopfhörer auf und analysiert dieses. Und es schickt dann, kann man jetzt einfach mal sagen, das gleiche Signal, allerdings phasenverkehrt auf die Ohrmuscheln oder an eure Ohren. Und wie wir sehen, es ist jetzt nicht die geilste Zeichnung, aber die Halbwellen hier gleichen sich jeweils aus. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Geräuschreduzierung, ein Noise Cancelling. Und da das Ganze ja irgendwie mit einem Prozessor und Mikrofonen und sowas passiert, nennt man das Ganze Active Noise Cancelling. Und wir können ja mal in einem kleinen Experiment versuchen, ob wir das nicht sogar ein bisschen nachmessen können. Nehmen wir mal zwei Lautsprecher. Ein Lautsprecher gibt das störende Signal wieder und der andere gibt das Ganze phasenverkehrt wieder. Nehmen wir mal hier die Phase, die hat hier diese Halbwelle hier, oder diese Phase hier hat 0 Grad. Und das Ganze ist hier mal um 180 Grad verdreht. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da irgendwie was Messbares erreichen können, eine Geräuschreduzierung. Wenn das Ganze so stimmt, was wir gerade so schön aufgezeichnet haben, dann müsste sich das hier in diesem kleinen Experiment, sag ich mal, zeigen lassen. Und zwar habe ich einfach mal ein rosa Rauschen erstellt. Das könnte jetzt auch die Turbine des Flugzeugs sein oder was auch immer für ein Rauschen, Geräusch, wie auch immer, völlig egal. Der eine Lautsprecher gibt das Ganze ganz normal wieder und der andere, der gibt das gleiche Rauschen wieder, allerdings die Phase um die 180 Grad verdreht, dass die beiden sich eigentlich auslöschen. Der ein oder andere erkennt sich ja noch das Video mit der Bassgeschichte, Bassauslöschung oder sowas habe ich schon mal gemacht. Ich poste das Ganze einfach mal in die Infokarte und das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Es läuft jetzt nur dieser eine Lautsprecher und jetzt nehme ich den mal hinzu. Bupp.
Viel leiser, gell? Nehmen wir mal weg. Tue ich nochmal dran. Also da haben wir doch gesehen, als wir den einen Lautsprecher zu dem anderen dazu geschaltet haben, der das Signal dann um 180 Grad wiedergegeben hat, dass wir doch eine Reduzierung um die 6 Dezibel haben. Und da sieht man doch schon, das funktioniert. Also so wie ich das aufgezeichnet habe, funktioniert das Ganze schon mal. Das Ganze hier zu killen, das würde nicht funktionieren, denn erstmal breitet sich der Schall hier auch im ganzen Raum aus. Aber ich habe noch ein ganz anderes Experiment, das wird das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher und vor allem effektiver. Ich habe hier mal das Audioprogramm Audacity geöffnet, ist kostenlos. Ich packe euch den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung rein, wenn ihr Bock habt. Und jetzt erzeugen wir uns mal ein Geräusch, ein Rauschen. Man kann jetzt auch eine Tonaufnahme hier einfügen von, was weiß ich, der Flugzeugturbine, Straßenverkehr, was auch immer, ist völlig egal. So, das erstellen wir uns jetzt einfach mal und ja, ist ein normales Rauschen. Nichts Außergewöhnliches. Aber jetzt erzeugen wir uns noch eine neue Spur, eine zweite Spur. Und zwar genau das gleiche, ist auch ein Rauschen, nix. Es ist dasselbe Rauschen wie hier oben auch. Allerdings werden wir jetzt mal bei einer von den Spuren, welche ist hierbei völlig egal, die Tonspur, die Phase hier um 180 Grad drehen. Das können wir hier unter Effekte mit der Funktion Invertieren machen. Jetzt wird die Phase nämlich bei einer Tonspur um 180 Grad verdreht. Und wenn wir diese jetzt beide zusammen abspielen, hören wir, wie die wahre Magie beginnt. Wir hören nichts. Das ist Active Noise Cancelling, liebe Leute. Mache ich jetzt allerdings eine Tonspur etwas leiser, dann hören wir das Rauschen wieder. Denn nur sobald wir beide Geräusche gleich laut hier haben, haben wir eine völlige Auslöschung der Frequenzen oder des Rauschens, des Geräuschs, des Lärms. Und dann hören wir nämlich gar nichts mehr. So oder so ähnlich im Prinzip kann man sagen, funktioniert Active Noise Cancelling. Jeder Hersteller versucht da natürlich so seine eigene Philosophie rauszumachen. Der eine will es immer ein bisschen besser machen wie der andere, kennen wir ja. Aber Fakt ist, so ähnlich funktioniert das. Die Mikrofone in den Kopfhörern drinnen nehmen das Geräusch auf, ein Prozessor wandelt das Ganze dann um, dreht die ganze Phase und dann haben wir dann wirklich eine Geräuschunterdrückung oder Geräuschreduzierung. Klar sind dem Gesamten auch Grenzen gesetzt, denn es funktioniert ja nicht ganz zeitgleich. Kann es ja auch gar nicht, denn das Geräusch muss ja erst aufgenommen werden, dann muss es von einem Prozessor oder von einem DSP, umgewandelt werden und erst dann erfolgt quasi die Geräuschreduzierung. Aber Leute, die mit Active Noise Cancelling schon Erfahrung gemacht haben, das funktioniert richtig gut mittlerweile. Und ich bin gespannt, wie das Ganze in Zukunft noch weiter funktionieren wird und das nicht nur bei Kopfhörern, sondern vielleicht auch bei ganz anderen Anwendungen. Theoretisch gesehen könnte man ja auch bei Baustellen eine riesige PA-Anlage dahinstellen, die Geräusche von der Baustelle aufnehmen und das Ganze dann auch auslöschen und die Anwohner ein bisschen zu schonen oder auch am Flughafen oder da wäre doch was für die Deutsche Bahn mit ihren riesigen Lärmbelästigungen oder sowas. Wer weiß, was da in Zukunft noch kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Abonnieren kannst du den Kanal auch. Viele meiner Zuschauer haben den Kanal gar nicht abonniert. Warum macht ihr das? Dann verpasst ihr die geilsten Sachen. Ihr müsst es abonnieren. Und wenn ihr das tut, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bleibt mir bitte gesund und munter. Dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder. Ich würde mich freuen. Macht's bis dahin gut. Euer Speaker Schocker. Tschüss.